Ja, dann heiße ich Sie alle herzlich willkommen zu unserem Vortrag Autokollimatoren und Goniometer, Winkelmessung in der Forschung und Fertigung. Mein Name ist Kenan Bereschal. Ich bin hier bei TriOptics als Entwickler tätig. Genau, und darf Ihnen heute ein bisschen was zu unseren Winkelmessgeräten erzählen und ja, was man denn da alles so mit vermessen kann. Kommen wir einmal zur Gliederung dieser Präsentation. Die haben wir ganz grob in drei Unterpunkte gegliedert. Zu Anfang eben die Übersicht. Da werde ich eine kleine Übersicht schaffen, eben über TriOptics und eben über die Geräte, über die wir dann im Anschluss zu sprechen kommen, in 2 und 3, wo wir uns dann eben Anwendungen dieser Geräte anschauen werden. Ja, zu TriOptics. TriOptics wurde eben 1991 in Wedel gegründet. Wedel liegt direkt vor den Toren Hamburgs und sind eben seit letzten September, also letztes Jahr 2020, Teil der Jenoptik AG, haben im Dezember diesen Jahres dann auch 30 Jahre Erfahrung in der optischen Messtechnik und sind eben international aufgestellt mit 8 Tochtergesellschaften und 6 Partnern, sind somit in allen wichtigen Industrieländern vertreten. Ja, in der Winkelmessung finden wir diverse Geräte, eben auch diese drei Geräte, die Sie hier auf dieser Folie sehen. Zum einen den Triangel. Das ist ein elektronischer Autokollimator, mit dem man eben Winkel von planen Optiken beziehungsweise auch leicht sphärischen Optiken vermessen kann. Den Prism Master, der eben die Kombination aus Autokollimator und Drehtisch. Damit kann man eben Geometrien von Prismen vermessen. Und den Spektrumaster, da ist das Ergebnis der Messung nicht ein Winkel, sondern die Brechzahl. Die Brechzahl ermitteln wir aber über die Methode des minimalsten Ablenkungswinkels und somit messen wir da im Endeffekt auch einen Winkel. Nur das Ergebnis ist dann eben die Brechzahl des Materials, welches man da eben bestimmen möchte. Ich vermute mal, dass den meisten das Funktionsprinzip eines Autokollimators bekannt ist. Dennoch, der Vollständigkeit halber, würde ich das einmal gerne kurz erläutern, wie denn so ein Autokollimator arbeitet. Wir haben hier oben unsere Lichtquelle und eben unsere Strichplatte bzw. Reticle. In den meisten Fällen ist es bei uns in der Winkelmessung so, dass wir hier Kreuze haben, also dass wir ein Kreuz projizieren. Je nach Anwendung gibt es aber hier natürlich auch verschiedene Strichplatten, die man hier verwenden kann. Zwischen Beleuchtung und Strichplatte haben wir noch ein bisschen ein paar Optiken, um eben das Licht möglichst homogen auf der Strichplatte zu verteilen. Die Strichplatte selbst liegt dann eben in der Brennweite oder eben in der Brennebene der Kollimationsoptik und somit projizieren wir dann eben das Licht der kommen von der Strichplatte ins Unendliche und projizieren das Kreuz eben dementsprechend auch ins Unendliche. Wird denn das projizierte, kollimierte Licht von einer spiegelnden oder reflektierenden Fläche, in dem Fall hier eben ein Spiegel, zurückreflektiert und nimmt dieser Spiegel dann noch einen Winkel zur optischen Achse ein, gelangt das Licht eben unter den doppelten Winkel wieder zurück ins System und wird von der Optik eben auf den Kamerachip abgebildet. Damit können wir dann eben auch den Winkel berechnen, den der Spiegel hier vorne eben relativ zur optischen Achse hatte, müssen dabei nur beachten, dass wir natürlich wegen Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel unter dem doppelten Winkel zurückkommt, deshalb hier unterm Bruchstrich der Faktor 2, um das zu korrigieren. Beim Prism Master ist es eben die Kombination aus Autokollimator und Rundtisch. Da geht es eben darum, Geometrien eines Prüflings, beim Prism Master in den meisten Fällen eben Prismen, wie der Name schon verrät. Man positioniert eben den Prüfling vor den Auto auf den Drehtisch, vor den Kollimator und positioniert ihn so, dass eben das kollimierte Licht, das Strahlenbündel orthogonal zur Fläche eintrifft, somit eben unter dem Winkel 0 wieder ins System eintritt. Und anschließend dreht man dann den Tisch. In diesem Fall, das sind jetzt hier drei Flächen, drehen wir also um 120 Grad den Prüfling einmal rum und vermessen erneut den Winkel. Und wenn jetzt die Fläche eben nicht mehr orthogonal zum Strahlengang oder zum Strahlenbündel steht, sondern einen gewissen Winkel hat, dann wissen wir, dass das der Fehler ist in der Produktion, also welches das Prisma eben hat.
und können durch die Summe eben aller gemessenen Winkel bestimmen, welche Geometrie eben dieses Prisma hat. Kommen wir nun zu den Anwendungen von im ersten Fall von Autokollimatoren. Im Endeffekt habe ich Ihnen schon ein Anwendungsbeispiel beim Beschreiben des Autokollimators schon geliefert. Das simple Ausrichten oder Vermessen von Planoptiken, seien es Beamsplitter, Planparallelplatten oder eben Spiegel. Darüber hinaus gibt es aber noch andere Anwendungsbeispiele, die vielleicht jetzt nicht ganz so trivial sind, und ein paar würde ich gern hier als Beispiele bieten, um so ein bisschen Inspirationsgrundlage zu schaffen. Da wäre es zum einen, dass wir eben auch optische Keile mit einem Autokollimator vermessen können, einmal in Reflexion und auch in Transmission. Lassen Sie sich hier von den Bildern nicht verwirren, vor allem von dem rechten Bild. Da sehen wir an den Grenzflächen, sehen wir keinerlei Brechung. Die Bilder dienen lediglich ja, der Visualisierung der Messmethoden und haben keinerlei Anspruch auf physikalische Korrektheit. Genau, also in Reflexion wäre es hier, wäre das Beispiel des linken Bildes. Wir können eben den Reflex von der ersten Fläche, der kommt tritt ins System zurück, genauso wie der Reflex der zweiten Fläche zurück ins System kommt. Somit sehen wir zwei Kreuze auf dem Kamerachip und können über den Abstand der beiden Kreuze den Winkel des Keils berechnen, sind dort jedoch limitiert, zum einen natürlich nach oben hin, also dass der Keilwinkel nicht größer sein darf als das Field of View. Das ist, denke ich mal, relativ trivial. Aber in die andere Richtung sind wir auch eben limitiert, dass der Keilwinkel auch nicht zu klein werden darf, da ab einem bestimmten Winkel die Kreuze auf dem Kamerachip so nah zueinander wandern, dass man die Kreuze eben nicht mehr auflösen kann und somit sie auch nicht mehr voneinander trennen kann. Dies ist jedoch kein Problem, denn wir haben auch eben eine zweite Messmethode, mit der man arbeiten kann. Das wäre eben in Transmission. Intern bezeichnen wir diese Methode als Double Pass Method. Das funktioniert dann eben wie folgt, dass man erst den Spiegel und Triangel zueinander eben positioniert und diese Position, der Reflex vom Spiegel, der zurückkommt, eben nullt und anschließend den Keil dazwischen hält. Somit wird durchwandert der Strahlenbündel zweifach, den Keil wird abgelenkt und wir können aus dem Abstand genullter Position und jetzt detektiertem Kreuz können wir den Keilwinkel dieses Keils eben dann auch bestimmen. Genauso können wir auch Gradheitsmessungen von Linearführungen durchführen. Das würde dann wie folgt passieren, dass man den Triangel und Spiegel zueinander positioniert und die erste Position eben nullt, beziehungsweise so ausrichtet, dass die Position genullt ist und anschließend eben schrittweise die verschiedenen Positionen anfährt und jeweils immer wieder einen Messwert aufnimmt. Und die Software wird parallel dazu eben ein Höhenprofil errechnen. Also sehen wir hier an den unterschiedlichen Positionen, nehmen wir unterschiedliche Winkel auf und können diese dann aneinander ketten und damit ein Höhenprofil erstellen. Dazu haben wir auch ein kleines Video, welches ich Ihnen gerne an dieser Stelle einmal zeigen würde. Ja, hier im Video sehen wir jetzt gleich eine Beispielanwendung, einen Fertigungsprozess, in dem wir eben zwei Linearführungen haben. Hier wirkt sich natürlich die Geradheit Ihrer Linearführung auf die Genauigkeit Ihres Fertigungsprozesses aus. Da die Geradheit jedoch die Abweichung von der Geradheit ein systematischer Fehler ist, können wir diesen natürlich im Vorwege erfassen und während des Prozesses eben berücksichtigen. Hierfür müssen Sie eben den Spiegel an die entsprechenden Positionen auf Ihrer Stage schieben und an den Positionen dann die Winkelwerte aufnehmen. Wird währenddessen live in der Software eben geplottet, wie Sie hier sehen können. Und wenn Sie Ihre Stage einmal vermessen haben, können Sie eben Ihre Datensätze exportieren und diese dann eben zur Berechnungsgrundlage verwenden. Hier sehen wir nochmal, dass die Abweichung der Geradheit eben in zwei Dimensionen gemessen wird, in X und in Y.
und anschließend Sie die Topographie Ihrer Linearführung kennen und somit die Genauigkeit Ihres Fertigungsprozesses erhöhen können. Hierfür haben wir auch im Sortiment unterschiedliche Modelle des Triangels, die eben unterschiedliche Genauigkeiten, mit unterschiedlichen Genauigkeiten messen können. Und insgesamt haben Sie damit eben einen vollautomatisierten Prozess, eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit und können die Gradheit Ihrer Stage eben in einem Arbeitsgang erfassen. Ja, ich denke, das Video hat das ganz gut veranschaulicht. Vor allem konnte man hier eben auch gut sehen, dass es eben in beide Richtungen gilt, also in X und in Y. In der ersten Folie, die ich dazu präsentiert habe, hat es natürlich den Anschein, als wenn wir den Winkel nur in eine Richtung messen würden. Genau. Und durch das Verketten mehrerer Geradheitsmessungen kann man auch weitere Parallelität und Rechtwinkligkeit Ihres Systems, eben Ihrer Führungen, können Sie damit auch vermessen. Das würde eben wie folgt funktionieren, dass es in beiden Fällen immer wichtig ist, dass der Triangel an seiner Position bleibt und somit als Referenz dient. Dann würde man eben bei der Parallelität als erstes eben die erste Linearführung vermessen über ein Pentaprisma, anschließend eben das Pentaprisma positionieren zur zweiten Linearführung, diese auch vermessen und aus beiden Datensätzen lässt sich dann eben der Winkel, den beide Linearführungen zueinander einnehmen, berechnen. Das gleiche gilt eben auch für die Rechtwinkligkeit. Sie vermessen ihre erste Linearführung, positionieren an der Stelle, wo eben die zweite Linearführung im 90-Grad-Winkel kommt, das Pentaprisma, vermessen dieses auch und können eben aus den Datensätzen die Abweichung von der Rechtwinkligkeit messen. Genauso wie man auch mehrere Geradheitsmessungen miteinander verknüpfen kann und somit eben eine ganze Ebene vermessen kann. In dem Fall Beispiel sehen wir, dass hier sich für das Union Jack Muster entschieden wurde. Dies wird dann auch so in der Software hinterlegt und man vermisst eben die einzelnen Geraden hier. Und die Datensätze werden in der Software dann den einzelnen Linien eben zugefügt und anschließend bekommen Sie eine Topographie Ihrer ganzen Fläche. Ein weiteres Anwendungsbeispiel wäre das Kalibrieren von Rundtischen. Sieht sehr ähnlich aus wie das Funktionsprinzip vom Prism Master, nur dass wir diesmal nicht den Prüfling vermessen wollen, sondern den Drehtisch und deshalb hier ein Polygon auf den Drehtisch positionieren, von dem wir eben die Geometrie ganz genau kennen, da wir sie vorher schon vermessen und zertifiziert haben. Genau, da funktioniert es ähnlich. Man richtet die erste Fläche so aus, dass das Kamerabild, dass das Kreuz im Kamerabild mittig landet und den Winkel 0 einnimmt. Anschließend verdrehen wir den Drehtisch. In diesem Fall bei 6 Flächen sind es 60 Grad. Also um 60 Grad verdrehen wir den Tisch. Schauen uns wieder die Fläche an, die zweite Fläche in dem Fall dann. Und wenn das Kreuz eben dann nicht mehr mittig landet, sondern unter einem Winkel von Delta Alpha, dann wissen wir, dass wir einen systematischen Fehler im Drehtisch von Delta Alpha haben und können diesen dementsprechend korrigieren. Kommen wir nun zu Anwendungsbeispielen mit dem Prism Master. Der Prism Master ist, wie anfänglich mal gesagt, die Kombination aus Drehtisch und Autokollimator. Da werden eben hauptsächlich mit Prismen vermessen. Die Messungen passieren automatisch, also ist alles automatisiert und können da eben auch unterschiedlichste Prüflinge vermessen, also ob beschichtet oder unbeschichtet und sind auch im Moment dabei, noch eine Entwicklung durchzuführen, dass wir Flächen von kleiner als 0,5 Quadratmillimeter ebenfalls noch vermessen können. Limitiert sind wir bei dem Gerät, insofern, dass wir lediglich die Winkel messen können, oder die Flächen vermessen können, dessen Flächennormalen eben in dieser Ebene liegen, in dieser trapezförmigen orangenen Ebene. Stimmt nicht ganz, wir haben ja ein Field of View, das heißt auch hier sind wir wieder zweidimensional. Das Bild wird jetzt hier den Einschein machen, als könnten wir nur in X die Winkel messen. Aber
zur Veranschaulichung, dass Sie sich vorstellen, also in die Flächennormalen müssten eben in dieser orangenen Ebene liegen, plus minus eben dem Field of View. Dementsprechend sind wir bei, sobald die Prismengeometrie ein bisschen komplexer werden, wie zum Beispiel beim Dachkantprisma, limitiert, da wir ein Dachkantprisma mit diesem Prismaster nicht vermessen könnten. Dafür haben wir jedoch auch eine Lösung. Das wäre der Prismaster Flex. Da haben wir den Prismaster insofern erweitert, dass der Autokollimator nun in einem Schwenkarm positioniert ist und wir somit durch die Kombination aus Schwenkarm und Drehtisch die Möglichkeit haben, alle Flächennormalen, die orthogonal auf diesem orangenen Halbkreis liegen, vermessen können und somit eben auch die Möglichkeit haben, eben komplexere Geometrien wie so ein Dachkantprisma eben auch zu vermessen. Zusätzlich haben wir hier im Boden auch noch einen Kollimator mit eingebaut, der über einen Umlenkspiegel von unten durch ein kleines Loch im Tisch auch in Transmission den Prüfling ja, vermessen kann. Damit wäre ich am Ende meiner Präsentation angekommen. Merke, ich war ein bisschen schneller als angedacht, aber ich hoffe, Sie verzeihen mir das. Ich danke auf jeden Fall für Ihre Aufmerksamkeit und wäre dann an dieser Stelle offen für Fragen.